Hallo und willkommen zurück zu Diablo 4 mit diesem Eventchen hier. Und uns. Ja, ich bin gespannt. 10, 9, 8. Bei mir ist 3, 2, 1. Nee. Los geht's. Nö. Jetzt. Ich hab Angst. Oh, der ist noch gar nicht da. Jetzt erst? Nee. Ach, das ist ein Magier mit bei. Ich dachte schon, wo ja. kommt das ganze Feuer auf einmal her? Ach, erst kommt eine Welle an Feinden. Und dann kommt wahrscheinlich der Boss. Tötet Gegner, um die Diener der Hölle zu provozieren, genau. Getötete Diener der Hölle, 0 von 3. Ich sehe kein Diener der Hölle. Vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht. Ach nee, wir müssen die Gegner töten, um die Diener der Hölle zu provozieren, so. Ah, okay, ja. Und dann nach jedem, wenn dann, die dann nach jedem wird dann einer kommen wahrscheinlich. Ja. Oh, ich habe immer Angst vor dem Feuer. Ja. Da ist einer. Schnell. Ah! Oh Gott. Oh, Alter! Ja, der Magier ist heftig. Eine riesige Feuerschlange. Und am Ende kommt dann wahrscheinlich der Boss. Genau. Wenn wir 3 Stück gekillt haben, dann kommt wahrscheinlich der Boss, der wo dann richtig angepisst ist, weil wir seine Leute killen. Ja, wahrscheinlich. Töte 3 Elite-Gegner in 30 Sekunden. Gegner! Die süßen Gegner! Flinker Mörder. Geil. Mhm. Ey, ich tue mich so schwer, hier herauszufinden, was feindlich ist und was nicht, ne? Die Angriffe. Nö, ich eigentlich gar nicht. Ich laufe einfach überall rein und dann sehe ich das. Also vor dem Feuer habe ich überhaupt keine Angst, weil ich weiß, naja, Feuer... ich habe nicht gesagt, dass ich Angst habe, sondern dass ich mich schwer tue, zu unterscheiden, was gut und was böse ist. Das ist ein Unterschied, Schnucki. So ein Feuer, so Feuerstrahl oder diese Torpedos, wollte ich gerade sagen. Diese Windhosen, die haben... Ich habe die bisher noch bei keinem Gegner gesehen. Und wir spielen ja schon eine Weile, also von daher. Oder lila, diese lila Blitze oder so, das ist ja auch alles nicht von Gegnern. Die von Gegnern sind ja irgendwie rot die ganze Zeit gewesen. Ach, da oben ist auch noch ein. Stimmt. Zu nah ran.
Da wird entweder eine fette Beute am Ende bei rumkommen, oder weil wir kriegen hier nicht einmal irgendwas. Oder wir sind einfach noch enttäuscht. Hoffentlich nicht letzteres. Ah, ich habe Angst. Nein. Oh, ich bin so gespannt, ne? Wahrscheinlich droppen einfach nur ein paar Sachen und vielleicht ein legendäres Welch. Oha! Alter! Schade, ich habe gedacht, da kämen wir jetzt noch. Ich glaube, wir hätten aber mehr gekriegt, wenn wir die Meisterschaft noch mit hingekriegt hätten. Das weiß ich zu schätzen. Danke. Danke. Gut gemacht. Danke. Aufstrebender Name. Das weiß ich zu schätzen. War jetzt aber auch nichts sonderlich Geiles hier, muss ich gestehen. Nee. Ich habe gerade einen Anzeigefehler. Jetzt ist alles da. das ist aber Alter, das ist aber richtig stark. Nö, nee, bei mir nichts. Boah, jetzt lass mich gucken und hör auf, dich immer wieder auszublenden. Was ist denn gerade los hier? Schon wieder irgendwas mit Schattenseuche. Ich glaube, das muss ich wieder umdingensens. Oh, ich hätte es cool gefunden, wenn jetzt am Ende nochmal ein richtiger Boss gekommen wäre. Ja, das war gewissermaßen der richtige Boss. Nee, das war... Ja, aber... Ich sag ja, gewissermaßen. Oh, in dem Dungeon hier in der Nähe gibt's was für einen Jäger. Ja. Ich wollte es nur mal erwähnen. Okay, da müssen wir hin. Ist das gut? Ja. Gut. Dann auf nach hin. Mhm. Auf nach hin. Oh. Du bist mir auch so ein Auf nach hin. Es ruckelt wieder und ich war gerade ein Geist. Da hinten ist noch ein Schrein. Ja. Ist jetzt egal, holen wir uns auf den Rückweg. Mein Bild hängt. Och, nicht dein scheiß Ernst. Ich hasse dieses Spiel. Es ist so nervig. Ach, bis gleich. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Da sind wir auch wieder. Und jetzt sind wir auch im Dungeon. Es tut uns leid, dass das leider immer wieder mal passiert. Aber ich vermute mal, mein PC ist einfach mittlerweile zu alt. Der kriegt ja, und ihr kriegt davon ja eigentlich auch nichts mit, weil... Genau. Außer, dass wir genervt kurz Pause drücken müssen.
Ja. Aber den Übergang merkt ihr ja eigentlich gar nicht. Genau. Ich habe mich übrigens... War das bei Seven Days? Ich weiß gar nicht. Dafür entschuldigt, dass ich immer wieder husten muss. Dabei habe ich da eigentlich immer wieder pausiert. Nee, ich habe mich entschuldigt, weil ich... ich habe gesagt, ja, ich muss mich halt immer muten, weil ich halt immer sonst mitten ins Mikro huste oder irgendwas. Dabei habe ich eigentlich immer pausiert anstatt... Irgendwann habe ich es dann gecheckt, habe gesagt, warte mal, ich krieg das doch gar nicht mit. Ich pausiere doch die Aufnahme dann immer, wenn ich so eine Attacke kriege. Oh, legendäre Handschuhe. Guck mal hier. Ah ne, ist Ruide schon gut. Diener erhalten höheren Schaden, solange sie am Leben sind. Erhalten höheren Schaden. Achso, das habe ich gleich lesen. Das habe ich schon. Das habe ich gerade auch aktuell auf meinem. Ja, muss ich. Es könnte ja sein, dass das besser ist als das, was ich habe. Natürlich muss ich das lesen. Bitoi. Wo war denn da das Ende? Oder auch nicht. Oh, Entschuldigung. Falsche Anweisung. Die heulenden Schlinde. Ja, da ist der nächste schon. Aua, du Mistvieh. Ja, toll. Der hat mich gehaut. Auch nicht Sackgasse. Ja, ich bin voll. Ach, schon wieder? Krass. Ja, da komme ich aber mit. Da kann ich mein Zeug auch direkt mit wegbringen. Krass, wie schnell war das denn jetzt voll? Naja, wenn man da so viel kriegt bei diesem Event. Ach so, ja, stimmt. Da kam ja relativ viel. Jetzt geh schneller. Ich kann nicht ewig meine Tastatur hochhalten. Danke. Ich stelle mir das so vor, Kobu kommt, Tastatur schnell hoch. Ja, immer. Weil ich immer Angst habe, dass er mir den PC ausmacht. Wenn er auf die Tastatur kommt? Ja, weil ich da einen Ausknopf im PC dran habe. Oh, okay. Ja, habe ich aber schon mal erwähnt. Ja, ich habe das wahrscheinlich mal wieder vergessen. Ja, wie immer. So, jetzt brauche ich erstmal... jetzt geh doch da raus, du Dulli. Brauche ich erstmal ein Juwelier. Danke. Bitte. Du doch nicht. Du alte Hexe. Oh Gott, hier sind eine ganze Menge Quests. War nicht jetzt. Oh Gott.
So, was wollte ich jetzt tun? Ach ja, ich wollte den Aspekt. Ach nee, ich muss ja erstmal nur verkaufen, nicht Duli. So, ich bin fertig. Ich nie. Er schafft neue Magie aus der alten. Möge euer Weg voller Wunder sein. Jetzt fertig? Nee. Warum nicht? Du solltest doch nur verkaufen. Was umstellen muss. Moment. So, Jitze. Lal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 a. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Geh mal hier lang. Obwohl, erstmal hole ich mir das Ding da ab. Seid gesegnet. Alter, wie viel Gold inzwischen immer fallen gelassen wird. Thank you.
Lira, hier sind noch Gegner. Hört ihr das? Das Heulen. Dieses unheimliche Heulen. Oh, leise. Ich kann nicht mehr sagen, ob sich dieses schreckliche Geräusch in der Luft oder in meinem Kopf befindet. Seit ich hier gekommen bin, gab es in meinem Kopf keinen ruhigen Moment. So viele sind verschwunden und wurden von etwas in die Erde hinabgezogen. Sie sind nie wieder aufgetaucht. Erwartet mich dasselbe Schicksal. Ich fühle mich davon angezogen und bin nicht gewillt, mich zu widersetzen. Der Großteil deiner Skeletti stand gerade einfach nur dumm rum. Ja, komm vor. Die machen Pause. Die haben auch einen harten Arbeitstag. Legendäre Kopf. Legendäre Armbrust. Armbrust. Nordzahn. Noch ein Zahn. Noch ein Zahn. Yay. Aspekt des Pfeilhagels. Wuh, 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 wuh. Oh, was ist das für ein cooler Korb, Alter? Dann können wir jetzt mal zurück nach Vaginhani. Vaginhani? Ja, so heißt das Ding halt. Erstmal suchen. Wo ist denn das? Da, wo unten die Hexe ist. Bei der Hauptquest. Da. Gefindet. Okay, ich port mich nochmal woanders hin, weil hier habe ich kein Dingsi. Ich nehme kurz Kiowa, Schat. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich muss doch mein Pfeilhagel-Dings einsetzen. Ich muss auch noch mal woanders stehen. Ich muss meinen neuen Kopf transporten. Das ist auch ein cooles Bild. Alter, so viele coole Bilder. Oh, mir fehlt so ein Stein. Och, Mann. Kann ich das... Alles klar, ich habe legendären Schmuck zum Verwerten. Kann ich das wieder wegnehmen? Ah ja. Wie cool sieht das denn aus? Ich bin einfach... Wie heißt der Typ? Sido? Weiß ich gerade nicht. Ich habe keinen legendären Schmuck zum Verwerten. Oh, scheiße.
Habe ich vielleicht noch was in meinem Fach? Ja. Kann ich bei dem auch schon die Farbe ändern oder geht das erst, wenn ich den verarbeitet habe und dann richtig morgen kann? Ja. Okay, das geht erst später. Was hat der eigentlich für eine Fähigkeit? Hatte ich die mal geguckt? Ich wünsche euch Glück und gute Geschäfte. Ich liege mit aufgeschlitztem Unterarm da und die Sumpfhexe bringt mir eine Handvoll Magen. Widerlich. Ich sag also, dass ich lieber meinen Arm verliere, als diese ekelhaften Viecher reinzustecken. Und so wär's auch fast gekommen. Wow. Wie lang ist die Folge? 28. Okay. Ich warte auf dir. Auf dir. Wenn ihr hier Heilung sucht, sollt ihr sie finden. Wenn ihr hier euren Glauben verbreiten wollt, solltet ihr am besten umkehren.
Ich bin komplett legendär, Alter. Cool. Wo bist du? Ach, du bist wieder unten. Viel Glück. Okay. Ja, da, wo du gesagt hast, wo ich hin soll. Yep. Dein Kopf sieht ja cool aus. Ja, ne? Finde ich auch. Ich habe endlich mal was Neues. Ja, nicht immer der gleiche olle Kopf. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi.